Hallo und herzlich willkommen zu diesem Dieser-Date-Video auf meinem Kanal. Vor wenigen Tagen war eine Wahl, die auch als Klimawahl bezeichnet wurde, und der YouTuber Rezo hat zum Thema Klima viele, viele Minuten lang euch informiert oder wie man das nennen will. Ich hatte vor kurzem Fridays for Future im Interview, auch da ging es um das Klima, und ihr merkt schon, ich möchte mich mit diesem Thema genauer beschäftigen. Weil ich aber ein bisschen ausgewogene Infos liebe, habe ich heute einen Gast, und zwar ist es Gerd Ganteföhr, Physiker mit Schwerpunkt Nanopartikel, ist Professor an der Universität Konstanz, und ich kenne dich, weil deine Frau die Grundschullehrerin von Oskar war. Das war mal ein schöner Zufall. Er hat übrigens auch einen YouTube-Kanal, Grenzen des Wissens heißt er. Ich verlinke den auf jeden Fall unten. Und er hat Bücher geschrieben, natürlich zum Thema Nanopartikel, alles Nano oder was. Und zum Thema Klima: Der Weltuntergang findet nicht statt. Nein. Und wir drehen am Klima. Na und? Also bist du ein Klimaskeptiker? Nein. Also ich habe mich nur sehr genau mit dem Thema beschäftigt und halte die große Vorlesung Klima und Energie. Und wir haben eben da diesen letzten Bericht vom Weltklimarat im Detail durchgearbeitet. Und deswegen kenne ich also alle Vorhersagen, auch die ganzen Fakten, auch die Klimavergangenheit, und bin in totaler Übereinstimmung mit dem Weltklimarat. Das sind Wissenschaftler. Also der Weltuntergang findet nicht statt, heißt nicht, es gibt gar keinen Klimawandel. Doch, es gibt den menschengemachten Klimawandel, und er ist ein großes Problem, aber wir werden nicht alle sterben deswegen. Also wir haben diese Erwärmung, und ja, wir haben tatsächlich, dass der Mensch einen Anteil daran hat. Ja. Seit wann ist das so, dass der Mensch diesen Klimawandel sozusagen menschengemacht hat? Also es gibt erstmal den natürlichen Klimawandel. Wir hatten bis vor 10.000 Jahren, das erscheint jetzt dem Laien vielleicht als lang, aber für das Klima ist das eine kurze Zeit, da hatten wir die Eiszeit, und seit 10.000 Jahren leben wir in einer Zwischeneiszeit. Da ist die Temperatur so typischerweise bei plus 15 Grad, diese globale mittlere Temperatur. Und seit 150 Jahren, seitdem der Mensch eigentlich die Kohle und andere Energieformen entdeckt hat, mit der Erwärmung und dann Dampfmaschinen, also Arbeit erzeugen kann, also seitdem er zusätzliche Energiequellen jenseits der Biomasse entdeckt hat, produziert er zusätzlich Kohlendioxid. Kohlendioxid ist ein Treibhausgas, und die Kohlendioxidkonzentration hat sich von 260 Parts per Million, das ist ganz wenig Spurengas, heute auf über 400 Parts per Million erhöht. Und die Grenze liegt bei 500 Parts per Million, das sind 0,5 Promille, das kann man sich sehr gut merken. Das ist also genau diese Alkoholgrenze beim Fahren. Mehr darf CO2 nicht in unserer Atmosphäre sein, sonst wird es zu warm. Und wir haben 400 mit stark steigender Tendenz. Okay, also es liegt an der Industrialisierung letztendlich. Ja. Warum kann man das nicht hundertprozentig beweisen? Also warum gibt es immer noch Leute wie Trump oder die AfD, die sagen, das ist doch gar nicht so, den gibt es gar nicht? Also beweisen, es ist bewiesen. Also, also es ist absolut sicher, dass es einen menschengemachten Klimawandel gibt. Aber es ist dann ein bisschen Ideologie da drin, was man daraus schlussfolgert. Mhm. Wenn man jetzt zum Beispiel daraus schlussfolgert, wir dürfen nicht mehr Auto fahren, wir dürfen keine Kohle und keine Kernkraftwerke und dies und das nicht mehr machen, dann demontieren wir die ganze Grundlage unserer Lebensart. Das ist die ganze westliche Zivilisation. Ja, das hätte drastische Folgen. Und deswegen wehren sich viele Menschen gegen so eine Demontage unserer eigenen westlichen Zivilisation und auch eine enorme Bevormundung. Man kann mit dem Klima einem Menschen verbieten, was weiß ich, Kaffee zu trinken, weil der Kaffee kommt aus Südamerika und das wird mit dem Flugzeug oder wie auch immer. Du kannst mit dem Klima, kannst du jedes, das ist wie eine Religion, du kannst alles als klimafreundlich, du kannst diesen Tisch, der ist klimafreundlich, der Hocker hier aus Plastik, der ist nicht klimafreundlich, ist verboten, das ist wie eine Religion, also im Extremum. Und ich glaube, dagegen wehren sich viele Leute, obwohl es wissenschaftlich keinen Zweifel daran gibt, dass der Mensch eine Erwärmung, die langfristig möglicherweise drastische Folgen hat, verursacht. Okay, da schauen wir gleich genauer. Vielleicht noch eine Sache vorneweg, diese Rolle des CO2 wäre jetzt praktisch die dritte Frage. Yes. Ist es wirklich so? Es gibt ja Leute, die sagen, jetzt mal nur ganz grob laienhaft ausgedrückt, es gibt ja diese Rückstrahlung von der Erde, die durch den gewünschten Treibhauseffekt und so weiter. Und es gibt Leute, die sagen, das CO2 würde sozusagen gar nicht an der Stelle dicht machen, wo das Loch ist, sondern eigentlich in einem Bereich, dass es gar nicht sein kann, dass es CO2 schuld ist. Ist das sicher? Also diese Leute haben Unrecht. Die CO2-Konzentration ist noch immer im linearen Bereich. Das heißt, je mehr CO2 wir
wir in der Atmosphäre haben, umso wärmer wird es. Das Argument ist, dass auf der Distanz von rund 10 Kilometern, das ist die effektive Dicke unserer Atmosphäre, wird ein Infrarotphoton heutzutage mindestens einmal absorbiert, wenn es in diesem Bereich ist, wo Wasser zum Beispiel absorbiert. Wasser ist auch ein Klimagas. Und dann sagen die, ja, es wird einmal absorbiert und das ist weg. Das stimmt aber nicht. Mhm. Sondern es kommt etwa mittel bis zur Hälfte, wird absorbiert, aber diese Moleküle wie CO2 und Wasser, die re-emittieren das ja wieder. Es ist ja nicht weg, sondern die strahlen das wieder ab. Und dann kommt wiederum die Hälfte nach oben und die andere Hälfte geht nach unten. Insgesamt ist es ein Transportprozess. Und wenn man sagt, ja, ich habe jetzt die Absorptionswahrscheinlichkeit von 100% auf der gesamten Distanz, dann ist das zwar richtig, aber wenn ich noch mehr CO2 habe, wird trotzdem der Transport, das ist so eine Art Diffusion, wie die Wärme so durchgeht, ja, dieser Transportprozess wird langsamer und langsamer und langsamer und unser Pullover, also unser Klimagase, die werden immer dicker. Mhm. Und das ist der Denkfehler, den die Leute machen, die sagen, dass da, wo sowieso schon das Wasser sehr stark absorbiert, macht das CO2 nicht. Das macht doch was. Mhm. Und das zweite Gegenargument vielleicht noch, wir haben in der Tat im unteren Bereich der Atmosphäre an einigen Stellen eben 100% dicht, aber der Oberbereich der Atmosphäre ist knochentrocken. Mhm. Da ist kein Wasser, deswegen kriegt man im Flugzeug immer was zu trinken. Und da oben, also oberhalb von 5, 6 Kilometern, ist das CO2 das entscheidende Klimagas. Und es ist ein Spurengas, solange es mehr wird, wird es wärmer. Nun ist natürlich die Frage, die euch interessiert hat, was droht konkret durch die Klimaerwärmung und wann? Also eine Frage zum Beispiel ist, wie wird die Welt in 50 Jahren aussehen, wenn wir nichts tun? Sagen wir mal, wir können so 3, 4 verschiedene Phänomene unterscheiden. Das ist zunächst mal das meines Erachtens gravierendste, aber auch langsamste Phänomen, das ist der Anstieg des Meeresspiegels. In der Tat steigt der Meeresspiegel im Augenblick so um 2,5 bis 3 mm pro Jahr. Das sind in 10 Jahren 2,3 bis 3 cm und in 100 Jahren sind es 23 bis 30 cm. Das heißt, in 50 Jahren sind es dann, was weiß ich, 15 Zentimeter. Das kann man also normalerweise, wenn man die Technologie hat, mit der Erhöhung der Deiche abfangen. Das ist ein ganz langsamer Prozess. Nur, wenn das erstmal angefangen hat mit dem Abtauen des Landeises, dann geht der auch jenseits von 2100 weiter. Mhm. Und dann müssen wir mit 2, 3, 4 Metern rechnen im Jahr 2200 und so weiter. Also weit in der Zukunft. Es ist ein ganz langsamer Prozess, aber es ist einer, der wirklich gravierend ist. Mhm. So, das ist die erste Sache. Damit sind wir aber in unserer Lebenszeit, auch für die jungen Leute in deren Lebenszeit, das wird kein Problem sein. Die andere Sache ist die Geschichte mit diesen Klimakatastrophen wie Stürmen zum Beispiel. Da muss man wiederum unterscheiden zwischen lokalen Stürmen wie Tornados. Die Tornado-Häufigkeit zum Beispiel im mittleren Westen der USA wird sich möglicherweise erhöhen. Das sind lokale Stürme, die hängen damit zusammen, wie viel Energie in der Atmosphäre ist. Und wenn es wärmer ist, ist mehr Energie und dann kann man natürlich schlimmere Stürme machen. Aber die großräumigen Stürme, das sind Hurricanes und Taifune, die hängen von Temperaturdifferenzen ab. Ja. Und da will ich als Beispiel mal den Mars bringen und die Venus. Auf der Venus ist es kochend heiß, plus 500 Grad, Windstille, weil es überall gleich heiß ist. Auf dem Mars minus 50 Grad, planetenweite Stürme, weil es riesige Temperaturunterschiede gibt. Und die Klimaerwärmung reduziert unsere Temperaturunterschiede. Wir werden also möglicherweise weniger Stürme bekommen, vom Typ Hurrikan. Mhm. Aber darüber wird gestritten. Das ist jetzt meine persönliche Ansicht. Okay. Und diese Unwetter und die Polabschmelzung, sind das die Hauptfolgen zunächst mal? Nein, also für uns auf der Skala von 50 Jahren müssen wir damit rechnen, das passiert jetzt schon, dass wir erstmal mehr Starkregen haben, weil es ist jetzt schon wärmer geworden, um rund 1 Grad. Das heißt, es verdampft mehr Wasser aus den Ozeanen. Dass man jetzt meint, es wird wärmer, also haben wir mehr Wüsten, das ist falsch. Mhm. Also ganz im Gegenteil. Wenn es warm war auf der Erde, zum Beispiel zu Zeiten der Dinosaurier, da war überall tropisch feuchtes Klima und wir hatten überall Sümpfe. Wir werden auch in Deutschland mehr Regenzeiten bekommen, also mehr Starkregen-Events, aber möglicherweise auch extremere Phasen, wo es dann mal länger eine Dürre gibt, aber dann im Mittel des Jahres wird mehr Regen fallen. Wir müssen also das Wassermanagement, insbesondere in Südeuropa, verbessern. In Südeuropa hat das große Problem, zusammen mit Kalifornien und den südlichen Bereichen der USA und auch Mexiko, dass der Wüstengürtel, der vorher in der Sahara war, der schiebt sich jetzt schon im Sommer nach Norden und kommt in den Bereich von Spanien, Italien und Griechenland. Mhm. Die haben im Sommer Sahara-Klima, im Winter haben sie aber Regen. Das heißt, sie müssen Stauseen bauen und das Wassermanagement verbessern. Mhm. Das ist jetzt schon so. Und wann würde es für uns Menschen gefährlich, fragen natürlich die Zuschauer.
Also das halte ich für eine sehr langfristige Angelegenheit. Es gibt diese Diskussion um die großen Stürme und dann die Ausdehnung der Wüsten. Das stimmt meines Erachtens nicht. Es ist eher damit zu rechnen, dass die Wüsten eher zurückgehen. Zum Beispiel im Süden der Sahara, in der Sahelzone, die war ja mal von furchtbaren Dürren betroffen. Da hat der Regen wieder zugenommen, es ist grüner geworden. Das kann man sich auch auf Google Earth anschauen. Da ist tatsächlich in bestimmten Bereichen wieder mehr Bäume. Das wirklich Gefährliche ist der Anstieg des Meeresspiegels. Und da reden wir über mehrere hundert Jahre. Also auf der Skala von 100 Jahren, sagen wir 60 cm oder 80 cm Meeresspiegelanstieg, da muss man dann diese Länder, die sehr flach sind, wie die Niederlande oder Bangladesch, da muss man was machen. Wenn man jetzt gar nichts täte und wirklich weit in die Zukunft schaut, was wäre die wahrscheinlichste Möglichkeit des Sterbens der Menschheit? Dass der Mensch stirbt. Ja, also wir hier nicht mehr leben können. Dass wir nicht mehr leben können. Auf der Erde. Nein, der Lebensraum wird reduziert. Das ist der Haupteffekt. Das stimmt eigentlich auch nicht so ganz, weil wir sind ja Landbewohner, oder? Wenn wir mehr leben würden, wäre das ja klasse. Wir haben immer mehr warmes Wasser, also ist ja eigentlich eher schön. Aber wir sind Landbewohner. Und wir haben riesige Landflächen in Sibirien, im Norden von Kanada und auch in Alaska, wo jetzt der Permafrostboden auftaucht. Das tut er schon. Und Permafrost ist eigentlich nicht was Gutes. Ja, also weil da kann man keine Kartoffeln anbauen und so weiter. Und auch in Island gibt es jetzt auf einmal Bäume. Da gab es früher keine Bäume. Und da wachsen ganz andere Sachen, die können sich jetzt gut ernähren da. Es gibt also eigentlich erstmal auf der Skala von 50 bis 100 Jahren mehr Lebensraum. Auch weil eben die Sahara im Süden jetzt wieder mehr Regen bekommt. Allerdings langfristig wird der Lebensraum dann geringer, wenn der Meeresspiegel, er kann maximal um 80 Meter steigen. Wenn also der Südpol und Grönland abtauen. Nordpol ist nicht so schlimm, es schwimmt sowieso. Also wenn diese beiden Landmassen sich von den 3 Kilometer dicken Eisschichten befreien, eine Skala ist 1000 Jahre, dann steigt der Meeresspiegel um 80 Meter und dann wäre jetzt eine drastische Einschränkung des menschlichen Lebensraums. Aber das ist ganz langfristig. Okay. Ja, das Dritte, was natürlich alle brennend interessiert, gerade auch die, die Fridays for Future auf die Straßen gehen, fragen sich, kann man das eigentlich überhaupt noch stoppen? Wenn man jetzt wirklich alles unternehmen würde, würde man es denn wieder hinkriegen, die Welt wieder so wie früher zu machen? Wie früher. Also das hat dieses Bild, dass die Erde früher vor der Industrialisierung im ökologischen Gleichgewicht war. Das war sie aber nicht, sondern wir leben in einem geologischen Zeitalter, wo wir Fluktuationen haben zwischen Eiszeit, Warmzeit, Eiszeit, Warmzeit, Eiszeit, Warmzeit. Und die meiste Zeit der letzten 400.000 Jahre war Eiszeit. Und Eiszeit wollen wir auf gar keinen Fall. Da ist Deutschland nämlich unbewohnbar. Wie früher meint meistens vor Beginn der Industrialisierung, also vor 250 Jahren. Da war die kleine Eiszeit. Da wurde die Schweiz langsam unbewohnbar wegen einer Klimaabkühlung aus natürlichen Gründen um rund 1,5 Grad. Keine Eiszeit. Kann man im Internet nachgucken, zwischen 1500 und 1800. Da waren die Winter in Deutschland extrem kalt. Und ich glaube, das brauchen wir auch nicht. Was meinen wir denn mit früher? Also dann meinen wir vielleicht das Klimaoptimum zu Zeiten der Römer in der Antike oder auch im Hochmittelalter. Da war auch ein Klimaoptimum. Vielleicht. Und so, wieder so hinzukriegen, das können wir schaffen, ja. Die Frage, können wir die Welt jetzt noch retten oder ist es zu spät? Nein, wir können die natürlich retten. Ja, es ist nicht zu spät. Und also es ist zu spät für bestimmte Maßnahmen. Ja. Wir werden sie auch retten, also nicht wir, das kommt jetzt darauf an, wie man fragt, aber es gibt Entwicklungen auf der ganzen Erde, die absolut positiv sind. Konkret auf den menschengemachten Klimawandel bezogen, wie viel Zeit würde jetzt noch bleiben, um diese Entwicklung zu stoppen? 100 Jahre. Um die Entwicklung, ja, es kommt ein bisschen drauf an, was für eine Entwicklung. Wir können die Kohlendioxidkonzentration in der Atmosphäre nicht zurückdrehen. Jedenfalls nicht mit den technischen Mitteln, die uns heute zur Verfügung stehen. Und wir werden auf absehbare Zeit hin mehr CO2 haben. Der Anstieg ist nicht zu stoppen. Da ist eine Riesenmaschinerie am Werke in China, in Indien, überall, wo die Bevölkerung zunimmt. Und man kann es beobachten, dass also jedes Jahr die CO2-Konzentration, das kann jeder hier in der Luft messen, um rund 2 oder 3 Parts per Million zunimmt. In rund 30 Jahren werden wir die kritische Grenze von 500 ppm, also 0,5 Promille, überschreiten. Und das können wir mit den Methoden, die wir heute haben, vielleicht in der fernen Zukunft schon, aber heute nicht zurückdrehen. Wir können aber die Temperatur stabilisieren. Das heißt, dass so diese momentan gängigen Vorstellungen, man muss bis 2030 das dringend machen, weil sonst ist es zu spät, die hältst du nicht so für... Wir können das Schweizer Klima retten, wir können das Berlin
Berliner Klima retten, wir können das Stuttgarter Klima retten, aber Klima ist dummerweise was Globales. Mhm. Und mit den enormen Anstrengungen jetzt in Mitteleuropa, also gerade in den reichen Ländern oder in Schweden zum Beispiel, ein sehr reiches Land, sehr dünn besiedelt, da können wir das Klima retten, aber nicht das indische Klima. Und es gibt kein indisches oder Berliner Klima, es gibt nur das globale Klima. Das heißt, damit sind wir beim fünften Bereich unserer Fragen. Kann die Erde gerettet werden, wenn zum Beispiel die USA nichts tut? Das wäre dann ganz klar nein. Ne? Also wir hatten vor 2 Wochen, glaube ich, einen Harvard-Professor bei uns, einen Ökonom, der aber ein Klimaökonom ist. Und ich habe ihn gefragt in der Diskussion nach seinem Vortrag, wenn jetzt also sowohl Europa als auch die USA ihre CO2-Emissionen auf Null brächten, reicht das, um die Klimaerwärmung aufzuhalten? Also über, dass wir unter dieser kritischen Grenze von 0,5 Promille bleiben? Und er sagte nein. Und das ist auch meine Meinung. Ich habe diese Frage absichtlich gestellt. Wir sind viel zu klein. Wir haben inzwischen 7,5 Milliarden Menschen. In den USA leben 300 Millionen und in Europa 500 Millionen. Und von den Europäern macht ja nur ein kleiner Teil die Energiewende. Spanien hat aufgegeben, weil es zu teuer ist. Ja. Das heißt, da machen dann vielleicht, wenn die USA mitspielen, machen vielleicht 1/2 Milliarde Leute machen einen auf Energiewende. Und der Rest der Welt hat ganz andere Sorgen. Die wissen nicht in Afrika, wie sie morgen ihre Kinder ernähren sollen. Da sind wir bei Afrika. Ich bin jetzt in den kritischen Block gesprungen. Das hat uns automatisch da reingeleitet. Das ist aber auch gut. Eine Frage ist, wieso wird die Überbevölkerung in diesem Zusammenhang nie erwähnt? Das ist eigentlich eine zweiteilige Frage. Wieso wird sie nie erwähnt? Und die andere Frage ist, welche Rolle spielt sie? Ja, dass sie nicht erwähnt wird, das ist mir irgendwie wirklich schleierhaft, weil mehr Menschen verursachen natürlich mehr Treibhausgase, selbst wenn sie nicht Auto fahren, weil sie brauchen ja was zu essen. Und zum Beispiel Reis für die Welt, der Reis, der entsteht in solchen Sumpfdingern. Ja? Und Sumpf, das ist Sumpfgas, also Methan, das ist ja noch ein schlimmeres Klimagas als das Kohlendioxid. Also mehr Menschen bringen immer mehr Treibhausgasbelastung. Aber es wird nicht diskutiert. Also entweder ist es ein Tabu, das ist mir ein bisschen schleierhaft, oder es gibt diese Ideologie, das ist eine Wachstumsideologie, das hatte ich letztens gehört von den Ökonomen, die meinten, mehr Menschen bringt erstmal mehr Potenzial, dass mehr gearbeitet wird und dann kann man mehr Probleme lösen. Also vielleicht gibt es da tatsächlich eine optimale Größe für eine Gesellschaft, dass man tatsächlich mit vielen Menschen eine hochdifferenzierte Leistungsgesellschaft aufbauen kann, die dann wirklich viele Probleme lösen kann. Aber wenn es zu viele Menschen werden, kann ich mir das als Physiker nicht mehr vorstellen, dass das dann noch gut geht, weil die Erde hat selbst mit den modernsten Technologien irgendwie so eine begrenzte Kapazität, Carrying Capacity ist das, also die Tragfähigkeit für die Spezies Mensch. Und die lag mal bei 3 Milliarden, da sind wir ja längst drüber, aber irgendwo bei 100 Milliarden, also es hat auch was mit Religion zu tun übrigens, das hatte ich jetzt mal also von der katholischen Kirche gehört, da hatte man sowas von um die 100 Milliarden, nicht Millionen, sorry, 100 Milliarden sich vorgestellt. Da stehen wir aber dann dicht gedrängt. Ne? Wir haben hier in Deutschland, glaube ich, 2,3% des CO2-Ausstoßes des weltweiten oder so irgendwas, also jedenfalls irgendwie so in so einem ganz kleinen Bereich. Du hast in deinem Buch auch beschrieben, wie viel nimmt die Weltbevölkerung zu? Um 1 Milliarde alle 12 Jahre. So, und das heißt, das sind alles Menschen, die brauchen was zu essen und die verbrauchen Energie. Ja. Und das ist eigentlich das Hauptproblem für die Klimaerwärmung. Das Hauptproblem ist vielleicht auch der Flächenverbrauch, weil auch in Deutschland wird alles zugenagelt und da ist gar keine Natur mehr. Und wir brauchen ja Grünpflanzen, die binden Kohlendioxid. Ja. Und wenn man in Südamerika schaut, da wird immer beklagt, dass der Regenwald abgeholzt wird. Aber der wird gar nicht abgeholzt, weil irgendwelche bösen Amerikaner da irgendwelche, keine Ahnung was, anbauen, sondern weil da die Menschen Lebensraum brauchen. Die brauchen mehr Felder. Ist denn die Landwirtschaft wirklich an so vielem schuld? Nein. Also die Landwirtschaft hat bisher nur einen kleinen Teil, sagen wir mal, wie viel ist es denn ungefähr? Also 10 oder 15% der Treibhausgase, also eben auch Methan gehört mit dazu. Da gibt es unterschiedliche Zahlen. Also es ist ein kleiner Teil gegenüber der Emissionen aus der Verbrennung von Kohle, Erdöl und Erdgas. Aber natürlich, und der Meinung bin ich, wir müssen all diesen Menschen einen minimalen Lebensstandard zur Verfügung stellen. Ich meine, jeder Mensch, auch in Indien oder in Schwarzafrika, sollte eine anständige Wohnung haben. Dann anständig heißt, er hat einen Wasserhahn, da kommt sauberes Wasser raus, er hat Strom
Stromanschluss, dann hat er einen Kühlschrank. Hygiene ist ganz wichtig, um die Kindersterblichkeit runterzubringen. Ja, und wenn man den Menschen so einen anständigen Lebensstandard zur Verfügung stellen will, dann braucht man dafür Energie. Und zwar mehr Energie, als was für die reine Nahrungsmittelerzeugung benötigt wird. Und da kommen wir schon alleine durch die Zahl der Menschen zu Energiebedarf, der eben durchaus so bei rund einem Zehntel des Energieverbrauchs der westlichen Länder liegt. Vielleicht ist es ja so, dass über diese Überbevölkerung deswegen nicht gesprochen wird, weil sie außerhalb unseres Verfügungsrahmens liegt und dass man praktisch in dem Bereich, wo man denkt, handeln zu können, dann auch etwas tut. Also die Frage hier ist gekommen, warum macht die Politik nichts? Das stimmt ja so nun auch nicht, oder? Nein, also das Interessante ist, es wird immer den westlichen Ländern so vorgeworfen, Klimaerwärmung, ihr seid schuld und so weiter. In der Tat, in der Vergangenheit hat die industrielle Revolution das eben bewirkt. Also die Kohle als erste Energie hat den Lebensstandard so weit gehoben, dass vor allen Dingen die Kindersterblichkeit, um 1850 war die Kindersterblichkeit in Deutschland ungefähr bei 30%. Jedes dritte Kind hat das erste Lebensjahr nicht überstanden. Dieses Elend, das kann man sich gar nicht vorstellen. So, jetzt haben wir diese Energieform, Wärme, Dampfmaschine, das hat den Lebensstandard verzehn- und dann verhundertfacht auf unser heutiges Niveau. Aber heute haben wir unsere Bevölkerung in den westlichen Ländern stabilisiert. Sie geht sogar zurück. Und das ist gut. Das heißt, wir haben diesen Zyklus durchlaufen, also eine rasende Umweltbelastung und dann eben einen vernünftigen Lebensstandard für alle Menschen. Und dann geht von selber die Geburtenrate auf 2 runter, was ja Steady State, also stabile Bevölkerung. Wir haben das vorgemacht. Und die Länder, die jetzt also wie Indien oder Schwarzafrika, die durchlaufen dasselbe. Und das ist meines Erachtens ein guter Zyklus. Es ist, also wir müssen ja aus diesen furchtbaren Lebensbedingungen des Mittelalters, da muss man nicht denken, dass das so schön war im Mittelalter. Die sind gestorben, wie die Fliegen da. Also die Pest war die größte Katastrophe in Europa. Und ich denke, dass wir deswegen nach wie vor Vorbild sind mit der stabilen Bevölkerung unter einem vernünftigen Lebensstandard. Vielleicht müssen wir nicht diesen riesigen Konsum haben, da können wir vielleicht ein bisschen zurückgehen. Aber der Weg ist der richtige, weil wir haben die Bevölkerung stabilisiert und das muss jetzt in diesen Ländern, wo sie noch so stark wächst und die Leute so unvorstellbar arm sind, da muss das auch durchlaufen werden. Das heißt, global betrachtet ist es letztendlich so, dass du sagst, um dieses Bevölkerungswachstum zu stoppen, müssten erstmal die Menschen aus der Armut geführt werden, in Bildung. Das wird Energie kosten, diese Energie muss billig sein und deswegen, deswegen wird es eben nicht ohne Kohle gehen zum Beispiel. Also Kohle, ja gut, also man würde vielleicht auf Erdgas umsteigen, weil Gas ist sehr viel sauberer als Kohle. Also es ist natürlich immer noch fossil, das heißt es entsteht Treibhausgas, aber ich würde jetzt die westlichen Länder nicht so tadeln mit ihrer Lebensart. Sie haben übertrieben, also wir sind mit dem Konsum in unsinnige, also man muss ja nicht 3 Autos haben, ich kann auch bloß mit einem Auto fahren und ich könnte auch mit dem Auto fahren, was jetzt nicht 2 Tonnen wiegt, sondern vielleicht 500 Kilogramm, also ein kleineres Auto. Aber der Weg, wenigstens eine anständige Wohnung zu haben und einen Supermarkt und übrigens auch eine Drogerie, weil für Familienplanung braucht man eine Drogerie und eben Bildung, dieser Weg ist eigentlich der richtige und China ist meines Erachtens da Vorbild, weil es eben, es hat natürlich mit drakonischen Maßnahmen, das muss gar nicht sein, weil es passiert von selber, es hat die Bevölkerungsexplosion abgefangen, weil es war abzusehen, dass in China irgendwann die Menschen nicht mehr ernährt werden können. Dann hätte es furchtbare Hungersnöte gegeben, hat es ja auch nach Mao, also da gab es ja eine Phase, wo Millionen verhungert sind und deswegen haben die diese drakonische Bevölkerungspolitik eingeführt. Es ist ein totalitäres System, ja, aber sie machen die richtigen Sachen. Sie investieren in alle Energieformen, Kernenergie, sogar Fusion, aber auch Solarenergie, Windenergie. Also die Frage, könnte dem Klima durch eine weltweite Ein-Kind-Politik geholfen werden? Also nicht drakonisch. Nein, es gibt zum Beispiel, Thailand ist ein schönes Beispiel. Wir haben da die Transformation von einer Agrargesellschaft. Die Bauern brauchten viele Kinder und zwar nicht nur, weil sie viele Mitarbeiter oder Arbeiter auf dem Feld brauchen, sondern es gab keine Rentenversicherung. Die Leute brauchten Kinder, damit sie als alte Menschen nicht schlichtweg gestorben sind, weil sich keiner um sie gekümmert hat. Also man braucht ein Rentensystem und so weiter. Das hat Thailand in einer Dekade geschafft und die Geburtenrate ist von selbst, ohne drakonische Maßnahmen, von 6 auf 3 gesunken. Also 3 bedeutet, die Bevölkerung wächst immer noch. Aber es geht von selber. China war sozusagen sehr in Not damals, weil da sind weit über 1 Milliarde Menschen, starkes Bevölkerungswachstum und man konnte ausrechnen, wann die verfügbare Agrarfläche unter diese 2000 Quadratmeter pro Person absinken würde und dann wären sie verhungert. Also jedenfalls Teile der Gesellschaft.
Also wäre das Effektivste, um dem Klimawandel entgegenzuwirken, wäre das Entwicklungshilfe? Also Entwicklungshilfe ist ja im Konzept so, auch die armen Idioten, jetzt helfen wir denen mal ein bisschen, also von der westlichen Arroganz her, ja, das ist ja irgendwie gescheitert. Weil wir können nicht unsere Lebensart einfach anderen so aufprägen. Die kommen ja aus einer ganz anderen Kultur heraus, da muss man auch Respekt haben. Aber ich denke, durch Wechselwirkung, also zum Beispiel im Wissenschaftsbereich, da wo ich bin, wir haben einen Austausch, da kommen Leute zu uns zum Studieren. Meine Studierenden gehen vielleicht mal in solche Länder. Also zum Beispiel dieses Reisen. Es ist heute viel einfacher geworden, in irgendwelche Länder, die man sonst gar nicht kannte, wie in Vietnam zum Beispiel oder Nigeria, kann man einfach hinfliegen. Ja. Und die Leute mal sehen. So waren wir vor 2 Jahren in Indien auf dem Land und haben diese also fürchterliche Armut kennengelernt. Mhm. Aber auch die Lebensfreude der Inder. Mhm. Und ich denke, durch solche normalen Wechselwirkungen, ohne dass man als ich bin der große Entwicklungshelfer, ich zeige dir jetzt mal, wo es lang geht. Mhm. Das funktioniert nicht. Aber dieser Handel, Wirtschaftsaustausch und Reisen und Fliegen übrigens, das verbindet die Menschen und dadurch gibt es inzwischen sowas wie eine globale Kultur und die ist auf dem richtigen Weg. Ist sie schnell genug oder wie könnte man sie beschleunigen? Nein, es ist sowieso zu langsam. Selbst wenn, ich hatte es ja schon gesagt, selbst wenn USA und Europa jetzt schlagartig die CO2-Emissionen auf Null setzen würden, also fahren wir eben nur noch Elektroauto und den Strom machen wir mit Windrädern. Geht zwar nicht so richtig, aber gut, können wir ja machen. Das hilft nichts. Das kommt sowieso zu langsam. Wir müssen damit rechnen, dass und damit rechnen auch alle, sagen wir mal, verantwortlichen, nicht ideologischen Agenturen, die diese Zukunftsentwicklung untersuchen. Das ist die Internationale Energieagentur, das ist das World Energy Council und auch die BGR, das ist die deutsche Institution, Bundesanstalt für Geowissenschaften und Ressourcen, die machen Vorhersagen für 50 Jahre. Die CO2-Emissionen werden weiter zunehmen. Also selbst wenn sie konstant blieben, würde die CO2-Konzentration in der Luft zunehmen. Die wird noch weiter ansteigen. Das kommt zu spät. Wir brauchen einen Plan B. Wir haben jetzt praktisch gerade gesehen, dass das Ganze global angegangen werden muss, dass es wahrscheinlich zu langsam ist, wir einen Plan B brauchen, wozu wir am Schluss noch kommen. Trotzdem, euch interessiert natürlich, und darum geht es ja hier auch die ganze Zeit bei den Diskussionen, was können wir hier im Privaten tun? Ja? Was von den Dingen, die auch vorgeschlagen werden, bringt was? Oder ist es jetzt so, dass du sagst, naja, ist alles sowieso viel zu spät, fliegt fleißig, esst, was ihr wollt und kauft jeden Tag 3 neue Kleider? Also ich denke, die Verantwortlichkeit oder Verantwortung der Industrieländer mit all der Wissenschaft und Technologie, die wir haben, die liegt darin, die Länder, die mit diesem enormen Bevölkerungszuwachs zu kämpfen haben, wie zum Beispiel Indien, dass wir da mit Technologien denen unter die Arme greifen, und zwar nicht in dem Sinne, wir schenken euch das und ihr seid ja so arm dran, sondern dass wir Technologien entwickeln, die für diese Länder Lösungen bringen. Ja, das gibt es ja durchaus, zum Beispiel Wasserfilter oder sowas. Dass wir also nicht mit unserer abgehobenen Arroganz, ja, wir haben hier Solarzellen, die kosten zwar 20.000 für eine Dachanlage oder 10.000, davon lebt jemand in Schwarzafrika 3 Jahre. Hm. Ja, und wie soll der denn jemals, also wir brauchen Lösungen, die für diese Länder okay sind. Und das wird ja auch gemacht, also außerhalb dieser etwas engen Ideologie, ich finde die in Deutschland sehr eng, diese Ideologie, aber zum Beispiel Kohlekraftwerke, ja, man kann die natürlich grundsätzlich ablehnen, aber die deutschen Steinkohlekraftwerke sind immer noch jedenfalls sagen wir 3 bis 4 Mal besser als die indischen Kohlekraftwerke, wo mit unglaublich viel Kohle, ganz viel CO2-Emissionen, ganz bisschen Strom erzeugt wird. Das heißt, was wir in Indien brauchen, wäre erstmal im ersten Schritt, wenn man überhaupt was machen will, eine vernünftige Turbine, einen vernünftigen Kohlebrenner und vielleicht eine Vortrocknung der Kohle und dann ordentliche Filter. Wir haben in China, aber das wissen die Chinesen inzwischen selber, haben wir diese enorme Luftverschmutzung. Das ist nicht Kohlendioxid, sondern das ist einfach Ruß, Staub und sonst was, was wir früher im Ruhrgebiet auch hatten. Und das kann man in 3-stufigen Filteranlagen säubern. Und dann kriegen die Leute wenigstens keine Gesundheitsprobleme mehr. Diese Technologien haben wir alle. Selbst bei Kernkraftwerken ist es so, dass Fukushima hatte keine Notfalleinrichtung, wie zum Beispiel, um die Knallgasexplosion bei einer Kernschmelze zu unterbinden, also wenigstens abzufangen, nein, überhaupt zu verhindern, gibt es in jedem deutschen und amerikanischen Reaktor im oberen Bereich der Reaktorkuppel Rekombinatoren. Das sind einfach eigentlich so Katalysatoren, die lassen das
Knallgas, das ist ein Wasserstoff-Sauerstoff-Gemisch, wieder rekombinieren, ohne dass es explodiert. Fukushima hatte das nicht. Also gut, das ist jetzt nicht gerade ein Entwicklungsland. Warum Japan das nicht hat, ist uns unbekannt. Aber man kann Kohlekraftwerke und auch übrigens Autos, kann man soweit verbessern mit relativ preisgünstigen Maßnahmen und das auf dem Markt anbieten durch Kooperationen mit Ländern, die eben vielleicht, ja, die ganz armen Länder ist schwierig, aber jetzt mit Ländern wie Vietnam oder im schwarzafrikanischen Ländern, die so, also nicht, die schon ein bisschen an der Schwelle sind und da einen Handelsaustausch machen. Also, dass wir mit gutem Beispiel vorangehen erstmal so, weil wir es uns auch leisten können. Ja, Beispiele, die für diese Länder akzeptabel sind, nicht irgendwas vollkommen Abgehobenes, wie ein Elektrofahrrad für 2000 Euro, das wird sich jetzt der Nigerianer wohl nicht leisten können. Okay. Das eine ist das Beispiel für die Welt und Entwicklung, Technik, die dann hinterher wirklich hier erfunden, dort mehr bewirken kann. Ja. Bringen die Dinge etwas, die im Moment gefordert werden, dass wir sie tun? Sagen wir es ganz konkret. Ist es sinnvoll, dass wir uns jetzt ein E-Auto kaufen? Ich habe ja schon mal gesagt, dass wenn wir hier unsere CO2-Emissionen auf Null setzen, ändert das an dem globalen Problem überhaupt nichts. Ich kann auch versuchen. Ist es schlecht, wenn wir ein Auto kaufen? Nein. Aber ich glaube auch, dass diese lokalen Maßnahmen, die haben eher so eine Ablassfunktion. Also es gibt ja verschiedene Betrachtungsweisen. Die eine ist die auch gängige, dass man kritisiert wird. Also wir zum Beispiel, wir haben eine Photovoltaikanlage und dann heißt es, ja, aber dafür fliegt ihr ja ständig nach Berlin. Das heißt, man guckt immer, was machst du eigentlich falsch und findet auch immer was und dann kann man jemanden kritisieren. Und meine Betrachtungsweise ist immer erst, also alles, was nicht schlecht ist, kann man ja mal machen. Unabhängig davon, dass wir damit die Welt nicht retten. Und wenn es nur dazu dient, dass ich mich hinterher besser fühle, was auch ein Aspekt ist, finde ich, ist es so, dass es was bringt, zum Beispiel Elektroauto statt Verbrenner zu fahren. Es ist natürlich der richtige Weg, ne? Aber es ist ein sehr teurer Weg. Ich sehe da zwei Aspekte. Also zum einen sollte es diese Entwicklung geben, das ist schon vernünftig. Aber der eine Aspekt ist, ich bin daran interessiert, die Klimaerwärmung zu bekämpfen. Und man wird sie nicht mit 10% Elektroautos in Deutschland bekämpfen, sondern da muss man nach Indien, nach Schwarzafrika gehen und die wirklich da, wo es wirklich brennt. Sonst ist man im Bereich, ja, man macht irgendwas, was vielleicht sehr teuer ist, aber es bringt nichts. Es löst das Problem nicht. Wie lösen wir das Problem? Und das lösen wir hier nicht zu Hause in unserer Garage, sondern draußen in der weiten Welt. Und das andere Problem ist, ich habe das Gefühl, dass diese Klimageschichte so einen leicht religiösen Charakter bekommen hat. Also man hat das Gefühl, es geht auch darum, andere Menschen zu beherrschen, ihnen zu sagen, du darfst das nicht, du darfst das nicht, du darfst das nicht. Das ist der Machttrieb. Und das Klimaproblem ist ein Vehikel, den Machttrieb auszuüben. Und dass die letztlich diese Maßnahmen für das Klimaproblem gar nichts bringen, also für das globale Problem, und dass das Hauptproblem, die Bevölkerungszunahme, ausgeblendet wird, das ist für mich ein Indiz, dass es vielleicht wirklich um Macht geht. Ich gehe jetzt mal deinen Weg mit und sage jetzt mal, okay, diese Sachen sind nice to have, Photovoltaik, E-Auto, vegetarisch leben. Was kann dann trotzdem der Einzelne tun? Ich meine, der Einzelne ist ja überfordert damit, das Problem der Überbevölkerung zu lösen. Er ist damit überfordert, den Indern saubere Kohlekraftwerke zu geben. Der Einzelne. Was können wir tun? Ist es nur wählen gehen oder müssten andere Demonstrationen auf den Straßen stattfinden, die was anderes fordern? Oder was wäre sinnvoll für den Einzelnen? Ich finde die Fragestellung zu eingeschränkt. Also zum Beispiel das Auto, was hier vorne steht. Ja, das kann ich nicht alleine bauen. Also was du jetzt fragst, ist, ich habe ein Ding, was nur eine komplexe Industriegesellschaft wirklich leisten kann. Und das geht ja schon mit dieser Kamera los. Ich kann nicht zu Hause eine Kamera zusammenlöten. Ich kann noch nicht mal selber einen Mikrochip bauen. Dazu braucht man eine hoch ausdifferenzierte, riesengroße Industriegesellschaft. Geht beim Silizium, also beim Sand, los, bis man dann endlich mal einen Computerchip hat. Und der braucht ja dann auch noch die Kamera drumherum. Und so ist das mit dem Klimaproblem auch. Ich kann das Klimaproblem nicht alleine in meiner Küche lösen. Auch nicht dadurch, dass ich alleine jetzt anfange, Vegetarier zu werden oder da eine Anlage drauf zu machen. Aber die deutsche Gesellschaft insgesamt mit 80 Millionen Menschen, die kann sich zusammenraffen und erstmal am Bewusstsein arbeiten. Bewusstsein heißt, ich kann das Klimaproblem nicht in Deutschland lösen, sondern ich muss sehen, wie sind denn die komplexen Zusammenhänge. Und es ist ein Gleichgewicht aus Bevölkerung, aus Energieversorgung und aus Ökonomie. Also man kann die Wirtschaft auch nicht in die Luft sprengen. Ich kann nicht einfach alles stilllegen. Da gibt es eine Wirtschaftskrise, dann hast du auf einmal 20% Arbeitslose oder 40% sogar, wie in Spanien. Und dann kollabiert dir dein gesellschaftliches System und da hast du am Ende einen Bürgerkrieg. Und beim Bürgerkrieg, der ist sowas von klimaschädlich, ja,
also Ökonomie, Klima und Energieversorgung und auch die Bevölkerungszunahme. Das muss man ganzheitlich angehen. Mhm. Aber das schaffen wir mit 80 Millionen Deutschen, aber nicht mit einem Deutschen. Mhm. Und wenn jeder einzelne Deutsche wenigstens sich mal klar macht, dass es mit solchen Ablassmaßnahmen, also ich büße jetzt, also wir müssen das zusammen machen, aber zusammen können wir es machen. Und erstmal ein Verständnis dafür entwickeln, wie die Zusammenhänge sind. Bildung. Das heißt auch nicht zu sagen, die bösen Afrikaner oder die bösen Inder verursachen das Problem, sondern es ist so, wie es ist. Erstmal. Nein, es erfordert Zusammenarbeit. Ja. Unsere Stärke, deswegen können wir auch reden, wir haben Sozialverhalten, unsere Stärke liegt darin, sehr komplexe Sachen wie diese Digitalkamera zu bauen durch kollektive Zusammenarbeit. Damit man also eine Kamera oder auch hier so ein Handy hat, da braucht man das geht auch nicht mit einem Staat mit 1 Million Einwohner, da braucht man 100 Millionen Einwohner, damit man so ein Ding hinkriegt. Und so ist das mit dem Klima auch. Zusammen schaffen wir das. Aber nur, wenn wir einigermaßen ideologiefrei Vernunft walten lassen. Ja, vorhin ist ein bisschen untergegangen die Frage, warum macht die Politik nichts? Deswegen wollte ich da nochmal nachhaken. Ist es so? Also, ich meine, Deutschland ist ja nun wirklich das Land der Energiewende international bekannt und es hilft nichts, das deutsche Klima zu retten, das habe ich schon gesagt. Aber es gibt wirklich zwei Sachen, die ich als äußerst positiv ansehe bei den Bemühungen der letzten 10 oder 15 Jahre der deutschen Energiewende. Das eine ist der Erfolg der Onshore-Windenergie. Also Windenergie, das fing mal irgendwann vor vielen Jahren mit Grovian hieß das Ding. Das war diese in Oldenburg, glaube ich, irgend so ein riesen Windrad und das hat sich irgendwie zerlegt durch die Vibrationen und dann haben alle gelacht. Und heute ist diese Energieform kompatibel, also vom Preis her vergleichbar mit diesen normalen klassischen Energien. Also nicht gerade Braunkohle, die ist super billig, aber Steinkohle und sowas. Und das halte ich für einen Erfolg. Nachteil ist, es stehen überall Windräder rum an Land. Also Offshore in der Meer ist erheblich aufwendiger. Korrosion durch Salzwasser und so. Das ist die eine Erfolgsstory und das hat Deutschland vorangebracht. Das zweite Ding, was Deutschland vorangebracht hat, ist die Photovoltaik. Dummerweise ist aber die Massenproduktion praktisch komplett nach China gegangen, weil die Chinesen haben diese primären Entwicklungen aus der Forschung in Deutschland und Entwicklung übernommen und ist dann in richtige Massenproduktion überführt und haben die Techniken, also da sitzen jetzt nicht jede Menge Chinesen und fahren Silizium-Dinger, sondern die haben das großtechnologisch umgesetzt. Das hat die deutsche Industrie, die Solarindustrie verpasst. Aber angetrieben war das Ganze durch die Subventionen. Hm. Und das hat den Preis für Solarzellen so weit gedrückt, dass es jetzt auch für Länder, die nicht so reich sind, attraktiv geworden ist. Super positive Entwicklung. Allerdings Nutznießer sind die Chinesen. Hm. Okay. Ja, wir kommen so in die Schlussphase. Eine Sache will ich noch vorweg fragen. Also das, was du sagst, klingt eigentlich sehr plausibel, dass wir, wenn wir in Deutschland Maßnahmen ergreifen, damit das Weltklima nicht retten können werden und deswegen eigentlich der Blick geweitet werden müsste, das Bewusstsein verändert werden müsste. Ist das bestreitbar? Also ich meine, wenn ich jetzt viele andere Leute frage, werden die mir teilweise was anderes sagen? Werden die sagen, nee, wir können hier sehr wohl das Klima der Welt retten in Deutschland und... Nein, ich glaube, es ist ein Bedürfnis der Menschen. Sie möchten gerne, und das hat eben was Religiöses, ja so eine Art Fürbitte oder ich gebe jetzt ein bisschen Geld oder ich verzichte auf irgendwelche Pestizide im Garten oder sonst was. Ich will selber was tun. Das ist so ein Urbedürfnis. Es handelt sich aber um ein Problem, was ich eben nicht in meiner Küche, in meinem Häuschen lösen kann. Ja, darüber kann man streiten. Das ist meine persönliche Ansicht. Mich erinnert das immer so ein bisschen an die Pest. Das war die schlimmste Katastrophe, die Europa in geschichtlichen Zeiten, also bis heute, erwischt hat. Nicht der Zweite Weltkrieg. Und da gab es Leute, die meinten, die Pest geht weg, wenn wir büßen. Wir müssen uns auspeitschen, die Flagge landen und so. Die Pest löse ich mit Kanalisation, also Hygiene, also in gemeinschaftlichen Aktionen, also schon im Land, und mit Antibiotika, also mit Forschung. Ich muss erstmal rausfinden, was sind die wirklichen Ursachen und dann das richtige Werkzeug haben, was das Problem löst. Und das sind Antibiotika bei der Pest. Und so ist das bei dem Klima auch. Ich kann irgendwas machen, weil ich das Bedürfnis habe, was zu machen, aber das Problem löse ich damit nicht. So, jetzt haben wir vorhin schon einige Male angedeutet, oder du hast gesagt, es wird nicht reichen. Wir werden den Klimawandel in dieser Form nicht aufhalten, weil du
obwohl du eigentlich fröhlich und optimistisch bist. Ich bin fröhlich und optimistisch. Ja, ich merke. Ich habe keinen Zweifel daran, dass wir das Problem lösen werden. Aber nicht, wir werden es nicht als Menschheit schaffen, sozusagen rechtzeitig diesen Temperaturanstieg zu stoppen. Nein, es gibt zwar jetzt eine Stagnation in den offiziellen CO2-Emissionszahlen. Also wenn man, die werden ja erhoben, indem man anruft, in Indien, in Nigeria und sonst wo. Habt ihr schon wieder mehr CO2-Emissionen emittiert? Nein, die sind jetzt stabil. Das Komische ist aber, dass in der Atmosphäre selber das nach wie vor steil steigt. Und der Anstieg ist sogar jedes Jahr wieder ein neuer Anstiegsrekord. Also es geht immer steiler nach oben. Nein, wir schaffen das nicht. Wir schaffen es nicht rechtzeitig. Was heißt das? Das bedeutet, es wird zu warm. Das bedeutet erstmal sogar teilweise was Gutes. Das merken wir hier selber in Deutschland auch. Der Frühling kommt früher, der Winter kommt später. Die Wachstumsperiode der Pflanzen ist länger. Es gibt jetzt Zonen, wo statt einer Ernte zwei Ernten eingefahren werden. Es wird feuchter. Und das ist der Grund, weshalb der Club of Rome in den 70er Jahren Unrecht hatte. Also einer der Gründe, der vorhergesagt hat, dass zur Jahrtausendwende, also vor 19 Jahren, so und so viele 100 Millionen da verhungern müssen, weil wir nicht genug Nahrungsmittel produzieren. Nein, das Klima der Erde hat sich zum Positiven verändert für die Landwirtschaft. Und das ist erstmal ein guter Outcome. Langfristig wird es natürlich ein Problem werden, weil wie alles, also es ist immer gut, wenn es ein bisschen wärmer und feuchter wird, aber auf den Skalen von 50 oder 100 Jahren wird es ein Problem geben. Was war jetzt nochmal die Frage? Was ist der Plan B? Dazu gibt es natürlich auf seinem Kanal ausführliche Videos, die ihr natürlich gerne nachgucken könnt. Die Kurzform vielleicht hier. Was ist der Plan B? Ja, also ich glaube, wir können die CO2-Konzentration nicht daran hindern, weiter anzusteigen, solange wir dieses enorme Bevölkerungswachstum haben. Und wir können auch das CO2 nicht wieder aus der Atmosphäre extrahieren. Das sind so Ideen, die der Weltklimarat auch haben. Weil das kostet mehr Energie, ein so hoch verdünntes Gas zu extrahieren, als ich vorher bei der Verbrennung, also als das CO2 entstand, überhaupt gewonnen habe. Da müsste ich ja schon einen Fusionsreaktor oder sowas haben, um diese riesige Energiemenge zu haben, um das CO2 zu extrahieren. Das geht in der Zukunft vielleicht in 500 Jahren, aber nicht heute. Wir müssen jetzt mit einer höheren CO2-Konzentration leben und es ist ziemlich wahrscheinlich, dass wir die 3-Grad-Grenze überschreiten werden und es wird dann sogar jenseits von 2100 noch wärmer. Und da brauchen wir einen Plan B. Und da gibt es eben Forschung dran, da wird überall in der Welt, also in den westlichen Ländern, in den Forschungsländern dran geforscht. Es würde genügen, die Erde ein bisschen weißer zu machen und zwar um 1%. 30% der Sonnenenergie, die eingestrahlt wird, wird sowieso sofort wieder reflektiert, weil wenn man sich so ein Bild der Erdkugel anguckt, sind relativ große Zonen einfach weiß. Mhm. Und weiß bedeutet, das Sonnenlicht kommt rein und geht gleich wieder raus in den Weltraum. Wenn ich das von 30%, das ist die Albedo, auf 31% erhöhe, dann kompensiert es die aktuelle menschengemachte Klimaerwärmung. Mhm. Und weißer machen kann man zum Beispiel, indem man künstlich Wolken erzeugt, da wo keine Wolken sind, aber die Luftfeuchtigkeit ausreicht. Und das kann man mit sogenannten Kondensationskeimen machen. Und da gibt es ein sehr seriöses Forschungsprojekt, auf das ich kurz, also das will ich mal erwähnen, das ist die Cloud-Kollaboration. Das sind ein Haufen Klimaforscher, die jetzt unideologisch einfach daran forschen, wie entstehen überhaupt Wolken. Mhm. Und die haben vor einiger Zeit in einer der führenden Zeitschriften eine Publikation gebracht, da haben sie eine neue Substanz gebracht, also nicht dieses Silberjodid, womit man so Gewitter abregnen lassen kann, sondern was anderes, das ist eben so ein Molekül, was man ausbringen kann in Parts per Trillion Konzentration. Also fantastisch wenig und dann bildet sich Nebel. Also es ist ungefähr so, wie wenn wir ausatmen im Winter, dann haben wir so eine Nebelfahne, weil die warme Luft aus der Lunge eben kondensiert. Und das kann man eben durch eine Art Gas. Und wenn man das ausbringt aus Flugzeugen zum Beispiel, das müsste man natürlich ständig machen, ein bisschen anstrengend, aber damit kann man die Erde aktiv kühlen. Und das müssen wir meines Erachtens dann vielleicht für 50 oder 100 Jahre machen in die Zukunft, bis wir es schaffen, die CO2-Konzentration aktiv wieder zu reduzieren. Also eine Zwischenlösung, um Zeit zu gewinnen. Ja, Zwischenlösung ist vielleicht nicht ganz der richtige Ausdruck, weil ich rede jetzt schon über 100, 200 Jahre, also mehrere Generationen. Aber langfristig müssen wir das Erdklima sowieso unter Kontrolle bringen, weil wir leben in einem Zyklus zwischen Warmzeit, so wie jetzt, also wir sind in der Warmzeit. Die meiste Zeit war in den letzten 400.000 Jahren Eiszeit. Mhm.
das wollen wir gar nicht. Und die Ursache für diese Fluktuationen sind Änderungen der Erdbahn um die Sonne. Die können wir nicht beeinflussen, auch nicht in 1000 Jahren, vielleicht in 100.000 Jahren. Aber die Erde hat Veränderungen der Erdbahn, die sind zyklisch und Nachzeit wollen wir ja sowieso nicht. Ne? Und wir müssen das Erdklima sowieso auf der Skala von 1000 Jahren und mehr selber in die Hand nehmen. Geoengineering. Das ist Geoengineering, ja. Die Vorbehalte dagegen sind natürlich, dass man sagt, wenn erstmal diese Möglichkeit da ist, sowas zu tun, dann werden die Bemühungen nachlassen, wirklich was an den Ursachen zu tun. Aber ach so. Nein, man muss ja immer mehr machen mit Geoengineering, je höher die CO2-Konzentration kommt. Und Kohle und Erdöl und Erdgas sind sowieso irgendwann alle. Also die reichen ja nicht für ewig. Also diese Veränderung der Energiewende müssen wir trotzdem machen. Aber sie muss sozial und ökonomisch verträglich sein. Weil was wir angesichts der 7,5 Milliarden Menschen auf der Erde, die dann irgendwann 10 Milliarden sein werden, auf keinen Fall riskieren dürfen, ist eine Wirtschaftskrise. Eine Weltwirtschaftskrise bedeutet vor allem, das trifft ja immer die Armen, oder? Das trifft nicht die Reichen. Das trifft die armen Länder und auch die Armen im eigenen Land. Und wenn du Leute in die Armut treibst, dann kriegen sie wieder mehr Kinder. Da gibt es tatsächlich eine Korrelation. Armut ist immer mit Bevölkerungswachstum korreliert. Und dann sind wir in einer Todesspirale abwärts. Wir sind im Augenblick in einer Aufwärtsspirale. Weil es geht allen Menschen auf der Welt immer besser und überall gehen die Geburtenraten nach unten. Und zwar ohne die chinesisch-drakonischen Maßnahmen, sondern von selber. Das ist eine sehr gute Entwicklung und das ist der Grund, weshalb ich so optimistisch bin. Okay. Ja, nur um mit dem Optimismus zu schließen, du sagst also möglicherweise oder deiner Meinung nach sicherlich durch eine Zwischenphase mit Geoengineering wird es möglich sein, dass global betrachtet die Klimaerwärmung eingedämmt werden kann. In 100 Jahren oder so. Ja, also Größenordnung 50 bis 100 Jahre müssen wir das machen. Mhm. Also dann wird, ja. Und man kennt, also es hat Nebenwirkungen. Es ist ein Werkzeug, so eine Art Medikament, was man für eine Weile nimmt, weil man das Problem erstmal nicht anders lösen kann. Und es hat Nebenwirkungen. Und zwar werden sich die Strömungsmuster auf der Erde verändern. Mhm. Also die Passatwindsysteme und solche Sachen. Wir greifen in das Klima aktiv ein. Der große Vorteil ist aber, dass durch diese ganze Debatte über die Klimaerwärmung jetzt diese Klimamodelle so gut geworden sind, dass ich ganz genau weiß, wo ich eingreife. Also wenn ich da was mache, dann passiert an einer ganz anderen Stelle was anderes. Mhm. Also dieses Verständnis des Klimasystems ist enorm gewachsen und ich könnte sogar mit Geoengineering, also mit künstlichen Wolken, also es ist einfach nur Wolken machen. Es gibt noch andere Methoden, die sind schlimmer, aber dieses künstliche Wolken machen finde ich jetzt noch einigermaßen harmlos, so wie beim Ausatmen, ne, Nebel. Ich könnte sogar versuchen, solch was wie Hurricanes oder Taifune in der Entstehungsphase aufzuhalten durch solche Methoden. Also Klimakatastrophen, die wir schon immer hatten, also Hurricanes gibt es seit 100.000, also Millionen von Jahren, auch ganz schlimme, die kann ich versuchen zu unterdrücken mit solchen Methoden. Und das hätte ja große Vorteile. Tja, das war's für dieses Mal. Vielen Dank, Gerd Gante, für. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mehr Informationen gibt es natürlich auf Grenzen des Wissens bei Gerd Gante für auf YouTube. Und ich hoffe, ihr seid nächstes Mal auch wieder dabei, wenn es hier wieder um interessante Themen und Fragestellungen geht. Bitte like, kommentiert und abonniert. Bis zum nächsten Mal, euer Dieser Dad.